Ja, ich darf Sie sehr herzlich begrüßen zu unserer heutigen Pressekonferenz zum Thema Coronavirus. Heute ist Donnerstag, der 16. April 2020, 14.30 Uhr. Wie seit Wochen hier aus unserem Sendezentrum sozusagen im Fürstenzimmer 2 des Augsburger Rathauses. Daran können Sie schon entnehmen, dass sich auch die Rahmenbedingungen für unser Wirken nicht wesentlich verändert haben. Wir wollen Ihnen heute einen Überblick geben über die aktuelle Lage. Die Pressekonferenz wird neben mir bestritten von Herrn Professor Heller, dem ärztlichen Leiter der Führungsgruppe Katastrophenschutz, sowie Eva Weber, Wirtschaftsreferentin und Finanzreferentin, künftige Oberbürgermeisterin, und dem Ordnungsreferenten Dirk Wurm. Zur aktuellen Lage ist zu berichten, dass wir im Stadtgebiet Augsburg insgesamt 325 positiv getestete Personen haben. 218 davon gelten zwischenzeitlich als genesen, das sind fast 70%. Verstorben sind insgesamt 8 ältere Patientinnen und Patienten. Die Mortalität liegt bei 2,5%, immer nur bezogen auf den Fokus Stadt Augsburg. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit lässt sich so beschreiben, dass sie bis mittlerweile deutlich unter der 5%-Marke liegt. In der vergangenen Woche wurden pro Tag zwischen 13 neuen Fällen gemeldet. Hinzuweisen ist darauf, dass es natürlich auch die Zeit der Osterfeiertage war, da vielleicht auch nicht ganz belastbare, gleichwertige Verhältnisse bezüglich der Beprobungen und dergleichen vorliegen. Insgesamt kann aber trotzdem gesagt werden, dass wir im bayernweiten Vergleich, was die Infektionszahlen anbelangt, mit 108 Fällen auf 100.000 Einwohner einen deutlichen Unterschied haben zum Gesamtdurchschnitt in Bayern mit 262 Infektionen pro 100.000 Einwohner. Auch diese Aussagen sind keine Garantie für Verläufe. Ein einziges Ausbruchsgeschehen, zum Beispiel in einer einzigen Einrichtung, kann zu völlig veränderten Darstellungen und Beurteilungen führen. Sie wissen aus unserer letzten Pressekonferenz, dass eines unserer Augenmerke darauf gerichtet war, die Versorgungslage mit Schutzausstattungen sicherzustellen. Die Führungsgruppe Katastrophenschutz hat in der zurückliegenden Sitzung bereits beschlossen und festgehalten, dass einiges an Bestellungen zu tätigen ist. Und in der heutigen Sitzung der Führungsgruppe Katastrophenschutz wurden noch ergänzende Feststellungen getroffen oder Beschlusslagen getroffen, um weitere Bestellungen vorzunehmen. Um zu beschreiben, wie die Versorgung der Einrichtungen, also im Bereich der Krankenhäuser, der Pflegeeinrichtungen, der Heime, erfolgt, aber auch gegenüber nachgeordneten weiteren Strukturen der Gesundheitsvorsorge, vielleicht ein Überblick hierzu. Geliefert wurde zwischenzeitlich von Seiten des Freistaats Bayern Material wie folgt: 15.000 FFP2 und FFP3 Masken, 230.000 Mund-Nasen-Schutz Ausstattungen, über 1.700 Schutzanzüge und Kittel, 95.000 Schutzhandschuhe und 8.000 Liter Desinfektionsmittel. Diese Lieferungen sind nicht ausreichend, um einen stabilen Betrieb in allen Einrichtungen zu bewerkstelligen und vor allem auch eine zeitgerechte Bedarfsabdeckung zu gewährleisten. Deswegen ist es richtig, dass wir flankierend ergänzend dazu beschafft haben. Es sind bestellt, geliefert und in Verteilung 200.000 Einweg-Atemschutzmasken, 20 Tonnen Desinfektionsmittel, davon ein Teil als Optionsware, 25.000 Gesichtsvisiere, die einen Schutz im gesamten Gesichtsbereich bieten und kombiniert werden können mit einfachem Mundschutz. Im Zulauf und Verteilung ab der nächsten Woche sind darüber hinaus 200.000 FFP2-Masken und 50.000 FFP3-Masken, 35.000 wiederverwendbare Mund-Nasen-Schutz-Sets.
Was heute Gegenstand der Beschlusslage war, ist der Umstand, dass wir diese Schutzausstattung noch ergänzen müssen im Gesamtangebot um Schutzkleidung, Handschuhe und Hauben. Das sind Dinge, die uns sozusagen in unserem Sortiment fehlen. Alle Anschaffungen, die wir jetzt über die FÜGK beschlossen und veranlasst haben, dienen ausschließlich dazu, sonstige Lieferungen zu ergänzen oder eine zeitgerechte Verfügbarkeit zu gewährleisten, sodass wir keine Ausfälle an Ausstattungen bei den einzelnen Einrichtungen haben. Soweit wir an Dritte weitergeben, erfolgt dies gegen Geltendmachung der bei uns entstehenden Selbstkosten. Wir gehen davon aus, dass wir mit dieser Grundausstattung, die sich durch die Zulieferungen in den nächsten Tagen und Wochen dann hier einstellt, jedenfalls auf Sicht entsprechende Ausstattungen verfügbar haben, um den Betrieb in den entsprechenden Einrichtungen der Gesundheitsvorsorge gewährleisten zu können. Wir haben soeben auf der Grundlage der Besprechung, die gestern zwischen der Bundeskanzlerin und dem Ministerpräsidenten stattgefunden hat, für die bayerische Ebene einige Angaben erhalten, welche Veränderungen in Bezug auf die Ausgangsbeschränkungen und Betriebsbeschränkungen gelten. Ich muss dazu sagen, hier gibt es noch keine detaillierte Durchdringung der einzelnen Sachverhalte. Das Risiko, dass man hier auf die Schnelle auch Fehleinschätzungen vornimmt, ist noch relativ hoch. Wir haben eine Veränderung bei den Ausgangsbeschränkungen, was das Thema der Zulassung einer Kontaktperson anbelangt. Und wir haben die Empfehlung, formuliert als Gebot, zum Tragen von Masken im Bereich des ÖPNV und für Geschäfte. Das sind keine Masken im Sinne der hochqualitativen Ausführungen, wie sie für die Gesundheitsberufe benötigt werden, sondern sogenannte Community-Masken, also Mund- und Nasenschutz in einfacher Gestaltung. Zu den Situationen in Bezug auf Einzelhandel und Geschäftsbetriebe, Gastronomie und so weiter, wird dann Frau Kollegin Eva Weber nachher noch ausführen und soweit als möglich auch bereits auf die entsprechenden Veränderungen eingehen, die sich aus der ganz aktuellen Lage ergibt. Soweit von meiner Seite zunächst vorab die Informationen zur aktuellen Lage. Ich darf jetzt das Wort übergeben an den Herrn Professor Heller, der uns einige Angaben machen wird zu den Situationen, wie sie im Gesundheitsbereich vorliegen. Bitte, Herr Professor Heller. Sehr geehrter Grübel, vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Ich fange einfach mal beim Bund an. Da haben wir momentan in intensivmedizinischer Behandlung etwa 2600 Personen, davon etwa 2000 beatmet. Davon sind abgeschlossen insgesamt intensivmedizinische Behandlungen 4000 und verstorben sind 1200 Patienten nach intensivmedizinischer Behandlung, was 31% bundesweit ausmacht. Kommen wir zur Situation in Schwaben. Da haben wir insgesamt mit meinen Kollegen in den beiden weiteren Teilen von Schwaben haben wir eine regelmäßige Lageübersicht, die wir erstellen, die uns zeigt, dass wir Normalstationsbetten über 4000 zur Verfügung haben, die frei sind. Wir haben IMC-Kapazitäten, also Überwachungskapazitäten ohne Beatmung in der Größenordnung von, jetzt muss ich die kleinen Zahlen genau anschauen, von über 90 und Intensivtherapieplätze mit Beatmung haben wir 170 freie Kapazitäten, die momentan als Maximalkapazitäten für die Covid-Patienten vorgesehen sind. Das soll uns jetzt aber insofern nicht beruhigen. Das heißt, erstmal möchte ich einen ganz großen Dank an Sie weitergeben, weil wir haben tatsächlich durch das Einhalten der Beschränkungen sehen wir als Intensivmediziner insofern die Situation, dass wir nicht auf Grund laufen werden. Das heißt also, dass wir sehr wahrscheinlich nicht in Situationen wie in Bergamo kommen, dass wir Triage-Entscheidungen treffen müssen, sondern dass wir durch diese Situation mit ausreichend Kapazität durchkommen werden. Und ich möchte meinen ganz, ganz großen Dank an die ärztlichen und nicht ärztlichen Kollegen in unseren Krankenhäusern, auf unseren Intensivstationen richten, die Sonderschichten machen, die wirklich
die sich wirklich zwei Beine ausreißen, damit die Versorgung der Covid-Patienten, aber auch der vielen Notfallpatienten, die ansonsten da sind, auch gewährleisten. Und das ist auch was, was wir sehr wertschätzen müssen und wo wir auch darauf achten müssen. Das wird kein Kurzstreckenlauf werden, sondern es wird ein Marathonlauf werden. Und wir müssen uns unsere Mitarbeiter so gesund erhalten und so fit erhalten, dass sie die nächsten 2, 3 Monate da mit dieser Belastung klarkommen. Das heißt also, wir sind noch nicht intensivmedizinisch über den Berg, wenngleich wir vielleicht meinen, an der einen oder anderen Stelle in dem Erkrankungszuwachs in der Bevölkerung Land zu sehen, ja. Aber der Zuwachs der Inanspruchnahme des Gesundheitssystems, also der Krankenhäuser, läuft etwa 10 Tage nach, vielleicht 7 bis 10 Tage und dann nochmal der Intensivstation weitere 4 Tage, sodass wir das Abebben des Zuwachses, also diese Verlangsamung des Zuwachs, vermutlich erst in 10 bis 14 Tagen wirklich validieren können. Auch wenn wir jetzt, gerade wenn wir die lokalen Daten fürs Uniklinikum hier in Augsburg sehen, scheinbar ein Plateau erreicht haben. Dieses Plateau kann aber einfach auch durch ein Grundrauschen überlagert sein. Und wie wir aus verschiedenen Landesteilen auch wissen, kann ein Ausbruch in einem Pflegeheim sehr wohl auch große Kapazitäten an den Rand bringen, wenn sehr plötzlich sehr viel Kapazität nachgefragt ist. Insofern möchte ich auf der intensivmedizinischen Seite da noch keine Entwarnung geben, sondern teile da auch die Auffassung von unserem Vorstandsvorsitzenden, ärztlichen Direktor in Augsburg, Herrn Bayer, diese Bereitschaft der Intensivmedizin zunächst noch aufrechtzuerhalten, damit wir auch für weitere Covid-Ausbrüche gut gerüstet sind. Ein wichtiger Punkt dabei, ich habe es in den letzten beiden Pressekonferenzen auch schon angesprochen, ist die Meinungsbildung, die Willensbildung der Patienten, oder nicht der Patienten, sondern der Pflegeheimbewohner, aller Bürgerinnen und Bürger, welche Therapie sie für sich in Anspruch nehmen wollen. Das ist ganz wichtig, dass sie diese Willensbildung jetzt betreiben, um dann im Ernstfall dann auch aussagekräftig zu sein, sich darüber Gedanken gemacht zu haben, ihre Verwandten damit auch mit Ihnen im Einklang das bestimmt zu haben, sodass auch Ihre Verwandten für Sie gut auskunftsfähig sind. Die Einschränkung, die Einschätzung der Verlängerung oder der schrittweisen Lockerung von Ausgangsbeschränkungen, da bin ich als Intensivmediziner sehr skeptisch. Auf der anderen Seite muss man die wirtschaftlichen Belange sehen und auch die psychischen Belange der Bevölkerung, sodass da natürlich jetzt nach Luft geschnappt werden muss und die Leute auch mal raus müssen. Auf der anderen Seite bin ich sehr froh, dass Sie diese Disziplin in den letzten Wochen eingehalten haben, dass wir es jetzt mit der Medizin sehr voraussichtlich schaffen werden, auch diesen Gipfel zu überbrücken und da die intensivmedizinische Therapie in ausreichendem Umfang gewährleisten zu können. Wenngleich wir auch wissen, dass es ein langer Weg werden wird, dass es auch dieser Zeithorizont bis August aus meiner Sicht, dass wir den schon ins Auge fassen müssen zur Bewältigung dieser Gesamtsituation. Zum Schluss möchte ich noch auf eine aktuelle Innovation des Uniklinikums Augsburg, aber auch anderer Universitätskliniker in Bayern hinweisen. Es werden dort genesene Patienten der jeweiligen Kliniken gebeten, Plasma zu spenden, um schwer erkrankten Patienten mit dem Plasma, mit den Antikörpern, die sie gebildet haben, in der schweren Phase zu helfen. Das ist ein individueller Heilversuch, der vom Klinikum oder von den jeweiligen Universitätskliniken lokal gemacht wird. Es gibt dort mittlerweile auch eine E-Mail-Ansprechadresse plasmaspende@uk-augsburg.de. Das heißt, wenn Sie ein ehemaliger Covid-Patient waren, der jetzt symptomfrei ist, dann können Sie sich an diese E-Mail-Adresse wenden und sich anbieten, da entsprechende eine Plasmaspende abzugeben, um dann gegebenenfalls Personen zu helfen, die momentan in schwerer intensivmedizinischem Bedarf sind. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Professor Heller. Ich schließe mich ausdrücklich dem von Ihnen ausgesprochenen Dank an alle Berufsträger im medizinischen Bereich an. Es ist gelungen, die Situation dort bislang so zu fahren und zu bewältigen, dass wir keine kritischen Verläufe hatten, was das Gesundheitssystem anbetrifft. Das ist aber auch dem Umstand geschuldet, dass viele mitwirken, dass
die Vorgaben, die wir umzusetzen haben, hier konsequent gehandhabt werden in allen Bereichen und letztendlich von den Bürgerinnen und Bürgern beachtet werden. Was das für den weiteren Verlauf bedeutet, werde ich zum Abschluss nochmals formulieren. Ich darf jetzt Frau Bürgermeisterin Eva Weber bitten, uns zu der Situation Auskunft zu geben, soweit möglich, was Veranstaltungen, Gastronomie und Einzelhandel betrifft. Herr Oberbürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, und auch ich möchte an dem anschließen, was Professor Heller gerade gesagt hat, der gerade geschildert hat, wie wichtig es eben ist, dass die Belegungskapazitäten in den Krankenhäusern nicht weiter ansteigen, damit eben von dem dort medizinischen und nicht medizinischen Personal auch die Patienten weiterhin gut versorgt werden können. Und das können wir eben nur schaffen, indem wir eben die Ansteckungsmöglichkeiten auch weiterhin vermindern. Und das ist auch der Grund dafür, dass gestern die Bundesregierung mit dem Ministerpräsidenten und heute auch noch mal das Bayerische Kabinett sich ja darüber Gedanken gemacht hat, wie denn ein allmähliches Hochfahren tatsächlich stattfinden kann. Und eine der großen Fragen in den letzten Tagen war ja, was eigentlich mit den vielen Veranstaltungen passiert, die ganz selbstverständlich über den Sommer hinweg auch in Augsburg sowie in jeder anderen Kommune auch, wie eben mit diesen Veranstaltungen auch umgegangen wird. Die Definition, was der Freistaat Bayern unter Großveranstaltung versteht, die steht noch aus. Da werden wir, denke ich, in den nächsten Tagen auch noch mal genauere Hinweise vom Freistaat Bayern bekommen. Aber wir müssen natürlich auch planen, vor allem auch die Veranstalter müssen ja auch planen, wie sie mit den Dingen umgehen, vor allem auch deswegen, weil Verträge im Hintergrund stehen, weil die Frage ist, wie was versichert ist und einfach natürlich auch Planungssicherheit geschaffen werden muss. Ich habe mich deswegen bereits in der vergangenen Woche mit den Veranstalterinnen und Veranstaltern in der Stadt Augsburg getroffen, um mit ihnen darüber zu sprechen, was denn eigentlich dieses Jahr überhaupt stattfinden kann oder wo denn auch die Grenzen sein werden. Und nach den aktuellen Aussagen vom Freistaat Bayern, immer unter dem Vorbehalt dessen, dass wir noch ein paar Konkretisierungen brauchen, wird es dieses Jahr keine Radelnacht geben. Bei der Radelwoche werden wir darüber noch nachdenken, ob kleinere Programmpunkte im Juli stattfinden können, wo eben nicht zu viele Menschen auf einmal an einem Fleck auch sind. Das Modularfestival wird dieses Jahr nicht stattfinden. Das ist auch eine Entscheidung vom Stadtjugendring. Stattdessen wird das dann nächstes Jahr wieder stattfinden. Der Stadtjugendring arbeitet bereits mit Hochdruck an einem neuen Termin im Jahr 2021. Und die frei werdende Zeit möchte der Stadtjugendring eben auch in die Weiterentwicklung des Veranstaltungskonzepts investieren. Und sie werden versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Auf jeden Fall auch so, dass das Modularfestival auf keinen Fall vergessen wird. Das hoffe ich sehr. Es ist eines der sympathischsten Festivals, die wir in unserer Stadt haben. Auch die Augsburger Sommernächte werden dieses Jahr nicht stattfinden. Augsburg Marketing hat gesagt, sie können nicht im Juni eine große Veranstaltung über 3 Tage hinweg in der Innenstadt durchführen. Aber wichtig ist uns, der Stadt, aber auch Augsburg Marketing, dass wir trotzdem für den Herbst kleinere Formate weiterhin auf der Tagesordnung haben, wie zum Beispiel die Light Nights oder auch Play Me, I'm Yours. Das sind kleine, charmante Formate, die, glaube ich, auch dazu beitragen können, dass wir im Herbst auch ein bisschen Normalität wieder haben und dass es eben durchaus ein paar Aktivposten auch in diesem Jahr gibt, wo man sich auch freuen kann daran, was in der Stadt eigentlich auch alles so geboten ist. Das Mozartfest wäre ja jetzt für den Mai 2020 geplant gewesen. Hier werden wir fast alles in den Herbst 2020 verschieben können. Die Kinderveranstaltung im Rahmen von Kling Klang Gloria, das Mozartfest für Kinder, da werden wir gucken, dass Ende Juli einige Dinge umgesetzt werden können. Die lange Kunstnacht wird verschoben auf nächstes Jahr. Das heißt, dieses Jahr wird sie nicht stattfinden. Aber unter dem Thema Ganz in Gold werden wir dann im Sommer 2021 eine tolle Kunstnacht hier in Augsburg erleben. Wie es mit dem Jazz-Sommer dieses Jahr aussieht, wissen wir noch nicht ganz konkret. Da müssen wir noch mal uns genauer dann eben anschauen, wie die Bestimmungen des Freistaates Bayern sind und ob da eben eventuell auch kleinere Konzerte stattfinden können. Beim Festival der Kulturen werden wir auch eine Verschiebung haben auf das Jahr 2021. Es werden aber bereits jetzt dann erste Workshops und Proben stattfinden zu den Eigenproduktionen mit lokalen Künstlerinnen und Künstlern. Und die werden wir dann auch als Videos dokumentieren und präsentieren. Das heißt, diese Corona-Krise ist auch die Chance, Kulturformate eben auch digital zur Verfügung zu stellen, weil wir einfach auch möchten, dass diese kulturellen Inhalte nicht verloren gehen.
Das Friedensfest wird dieses Jahr nicht stattfinden können, auf jeden Fall nicht im Rahmen des Festivals, das rund um das Friedensfest stattfinden wird. Da werden wir schauen, dass wir eben kleinere Formate umsetzen können, beziehungsweise auch Dinge, die vielleicht auch online klappen, dass wir die eben umsetzen können. Aber bei anderen Sachen überlegen wir, ob wir das im Herbst noch entsprechend darstellen können. Aber die Friedenstafel, die werden wir am 8. August dieses Jahr nicht haben, weil wir nicht verantworten können, dass so viele Menschen auf eng gedrängtem Raum auf dem Rathausplatz sitzen. Aber auch hier überlegen wir, ob wir nicht vielleicht Friedenspicknicks verteilt auf die ganze Stadt dezentral in kleineren Formaten stattfinden lassen können. Auch eine Möglichkeit, das Friedensfest noch mehr in unsere Stadtgesellschaft, in unsere Stadtteile zu tragen und vielleicht auch eine Hilfe dazu, dass das Friedensfest vielleicht ganz anders noch mal auch wahrgenommen werden kann. Der Plärrer, das ist natürlich die große Frage, wie es damit weitergeht. Da möchte ich mich hier auch auf die Aussage von Ministerpräsident Söder stützen, der ja angekündigt hat, diese oder nächste Woche mit dem Münchner Oberbürgermeister zu sprechen, wie es denn überhaupt mit dem Oktoberfest weitergeht. Nachdem das Oktoberfest von ihm bereits schon in Frage gestellt worden ist und das Oktoberfest nach dem Augsburger Plärrer stattfindet, gehe ich momentan davon aus, dass der Plärrer nicht stattfinden wird, aber da werden wir einfach abwarten, was nächste Woche eben auch in Bezug auf das Thema Oktoberfest entsprechend gesprochen wird und werden uns dann entsprechend auch daran anhängen. Zum Thema Gastrobetrieb gibt es bisher lang noch keine Aussage vom Freistaat Bayern, wie es hier weitergeht. In der Ministerpräsidenten-Pressekonferenz wurde mal von Pfingsten gesprochen, aber sehr, sehr vorsichtig nur von Pfingsten gesprochen. Das wurde ausdrücklich als Hoffnung definiert. Das heißt, da wird man sich auch rantasten, ab wann Gastronomie wieder geöffnet werden kann. Wir als Stadt Augsburg werden jetzt aber diese Zeit nutzen, um zu prüfen, inwiefern für die Außengastro bei Abstandsbestuhlung trotzdem auch die Möglichkeit vielleicht gegeben wird, dass die Gastronomie trotzdem gleich viel Sitzplätze draußen anbieten kann. Das ist eine Einzelfallprüfung, weil wir über Feuerwehrzutfahrten, über viele andere sicherheitsrechtliche Dinge auch reden müssen. Und da müssen wir uns jeden einzelnen Fall anschauen. Aber wir wollen eben überprüfen, inwiefern wir hier der Gastronomie auch entgegenkommen können, damit vielleicht, wenn die Gastro wieder geöffnet werden kann, ein Teil des Verlusts auch aufgefangen werden kann. Wir haben vom Ministerpräsidenten heute auch gehört, dass es keine Urlaubsreisen geben wird im Sommer, auf jeden Fall nicht so, wie man sich das normalerweise vorstellt, dass man wahrscheinlich dieses Thema Urlaub zu Hause viel mehr spielen wird. Ich werde deswegen mit der Regio Augsburg Tourismus und mit Augsburg Marketing gemeinsam ein Programm ausarbeiten, das eben unter der Arbeitsüberschrift Urlaub daheim steht, einfach auch, damit man nochmal ein Gefühl dafür bekommt, was man in Augsburg und der Umgebung denn alles auch machen kann, wenn eben eine Urlaubsreise in den Süden oder wohin auch immer nicht möglich ist. Zum Thema Einzelhandel ist momentan die Schrittfolge vom Freistaat Bayern vorgegeben wie folgt. Ab nächster Woche Montag können Bau- und Gartenmärkte, Fahrradläden und Buchhandlungen öffnen. Ab der Woche drauf dann Einzelhandelsgeschäfte bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche, wenn die entsprechenden Hygienemaßnahmen auch umgesetzt sind. Ab dem 4. Mai dürfen dann Friseurinnen und Friseure öffnen. Und auch hier ist es wichtig, dass die Hygienevorschriften umgesetzt werden. Wie es aussieht mit Sonnenstudios, Nagelstudios, Kosmetik und Tattoo, dazu gibt es momentan noch keine konkreten Aussagen. Aufgrund des Umstandes, dass Friseure erst ab dem 4. Mai öffnen dürfen, gehe ich davon aus, dass auch diese Dienstleistung frühestens ab dem 4. Mai dann aufgemacht werden dürfen. Genaueres werden wir in den nächsten Tagen durch die Ausführungsbestimmungen des Freistaates Bayern übermittelt bekommen. Und wir haben da eben auch noch Zeit, das dann entsprechend zu kommunizieren, weil, wie gesagt, der Betrieb gerade auch für Einzelhandel beginnt frühestens am 27. April. Ich darf da eben auch noch mal darauf hinweisen, dass die Telefonhotline der Wirtschaftsförderung unter der 324-2777 sehr gerne weiterhin Ihr Ansprechpartner ist. Wichtig, wie gesagt, ist nur, wir brauchen jetzt erstmal die Ausführungsbestimmungen, weil wir ansonsten einfach auch ein bisschen im Nebel stochern. Das wäre es jetzt mal von meiner Seite und bleiben Sie gesund. Ja, vielen Dank. Sie sehen, dass die Wirkungen noch andauern werden und weitreichend sind.
Jetzt werfen wir einen Blick auf den Vollzug der Ausgangsbeschränkungen, den aktuellen Erfahrungsbericht dazu, aber vor allem auch einen Blick in den Bereich der Alten- und Pflegeheime. Dirk Wurm wird zu beiden Bereichen berichten, insbesondere auch zu dem, was aus dem Krisenstab für den Bereich der Alten- und Pflegeheime hervorgeht. Ich knüpfe an das, was ich eingangs gesagt habe. Wir beschaffen Materialien, um unter anderem auch diese Einrichtungen zu versorgen, damit dort das Personal entsprechend ausgestattet ist. Bitte, Dirk Wurm. Meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, vielen Dank. Lassen Sie mich beginnen mit einem kurzen Rückblick zum Vollzug der Ausgangsbeschränkungen über das Osterwochenende in der Stadt Augsburg bei ja durchweg schönem Wetter, so wie wir es momentan auch haben. Drei gute Nachrichten in dem Zusammenhang. Erstens, die Augsburgerinnen und Augsburger sind rausgegangen und haben das schöne Wetter genutzt. Zweitens, sie haben sich weitestgehend an die geltenden Regelungen gehalten, insbesondere was die Einhaltung der Abstände im öffentlichen Raum anbelangt, sei es jetzt bei der Bewegung, beim Sporttreiben oder auch beim kurzen Niederlassen auf entsprechenden Bänken oder auf Grünflächen, so dass, und das ist die dritte, wie ich finde, auch gute Nachricht, dass über das verlängerte Osterwochenende von den Ordnungskräften der Stadt Augsburg als auch von den Polizeikräften ungefähr 65, und ich sage nur 65 Anzeigen wegen Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz geschrieben werden musste. In Anbetracht der Vielzahl von Bürgerinnen und Bürgern, die den Weg an die frische Luft gesucht haben, ist das, glaube ich, eine positive Botschaft, weil es einfach zeigt, dass die allermeisten von Ihnen und von uns sehr vernünftig mit der Situation umgehen, aber sich trotzdem nicht zu Hause verbarrikadieren. In dem Zusammenhang möchte ich Sie auch darum bitten, liebe Bürgerinnen und Bürger, dass, wenn Ihnen etwas komisch vorkommt in Ihrem Wohnumfeld oder in der Nachbarschaft, weil sich dort Personen treffen, versuchen Sie auch hier unter Wahrung der Abstandsregelungen erst einmal nachzufragen, um was es sich hierbei handelt, wenn Ihnen das Spanisch vorkommen sollte, bevor Sie sich an die Ordnungskräfte wenden. Das hat einen ganz einfachen Hintergrund. Es ist, glaube ich, nicht zielführend und dem gesamtgesellschaftlichen Klima auch nicht dienlich, wenn wir zu wilden Spekulationen und Denunziantentum kommen. Ich will damit nicht sagen, dass das flächig um sich greift, aber es gab über das Osterwochenende doch die eine oder andere Fälle und Situationen, wo die Stadt Augsburg oder die Polizei informiert wurde und es hat sich um ein ganz normales, temporäres Niederlassen einer Familie im Hof gehandelt, um dort beispielsweise Ostereier zu suchen und dann auch das eine oder andere Osterei mal zu verzehren. Das ist erlaubt und das ist möglich, das nur noch als Appell an Sie, an die Vernunft von jedem Einzelnen. Seien Sie aufmerksam, aber versuchen Sie auch im einvernehmlichen Austausch mit Ihren Mitmenschen zu bleiben. Aktuell ist es so, dass der Druck in den Grünanlagen, also der Besucherdruck, während der Woche naturgemäß geringer ist. Dafür stehen die Spielplätze stärker im Fokus, weil sie halt immer mal wieder auch von Kindern und Jugendlichen genutzt werden. Auch das, glaube ich, ein Stück weit nachvollziehbar. Gerade für Kinder ist es einfach unglaublich schwer nachvollziehbar, dass sie Spielgeräte, auch wenn sie teilweise abgesperrt sind, gar nicht benutzen. Aber auch das bewegt sich meiner Meinung nach auf einem vertretbaren Niveau. Es führt dazu, dass im Schnitt momentan täglich 5 Anzeigen aufgrund des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz in Bayern, das geltende, geschrieben werden müssen. Soweit zu den Ausgangsbeschränkungen und dem momentanen Vollzug. Mit Blick auf die Situation in der ambulanten und stationären Pflege, was Herr Oberbürgermeister eingangs bereits gesagt hat und auch in Anlehnung an das, was Professor Heller sagte, wie wichtig es ist, gerade hier eine Ausbreitung an der Covid-19-Erkrankung zu unterbinden, kann ich Ihnen folgende Fakten mitteilen. Aktuell gibt es 19 bestätigte Fälle von Bewohnern in dem Stadtgebiet Augsburg, also in allen stationären Einrichtungen. 3 der Bewohner sind leider in der vergangenen Woche
verstorben. Es handelt sich hier durchwegs um hochaltrige Personen, das darf man so sagen. Sie sind über 80, 85 und auch über 90 Jahre alt gewesen. Alle der drei leider Verstorbenen hatten bereits Vorerkrankungen des Herz-Kreislaufs oder des Atemwegssystems bis hin auch zu schwereren Krebserkrankungen. Darüber hinaus sind aktuell 14 Mitarbeiter positiv getestet worden. Wenn man das in den Gesamtzusammenhang stellt mit der Anzahl der Bewohnerplätze und der Vielzahl der Beschäftigten, wir haben allein im stationären Bereich in den Einrichtungen mehrere tausend Beschäftigte in der Stadt Augsburg, ist auch das kein Wert, der einen für den Moment erschrecken lassen muss. Umso wichtiger ist es, dass es auch hier positive Nachrichten gibt, dass immer wieder auch Verdachtsfälle, wo Bewohnerinnen oder Mitarbeiter Symptome aufweisen, dank schneller Tests ein Ergebnis bekommen und diese Ergebnisse oftmals dann auch negativ sind, sodass der Betrieb auch im ambulanten wie im stationären Bereich angesichts der Rahmenbedingungen dann doch noch relativ gut weitergeführt werden kann. Damit das auch in der Zukunft so sein wird, unterstützt die Stadt Augsburg auf Grundlage der Verordnungen des Freistaats Bayern so gut es geht durch die Verteilung und auch die Beschaffung von Schutzausrüstung. Die Verteilung läuft jetzt bereits in der zweiten Woche. Auch heute gibt es wieder die Abholungsmöglichkeiten für die genannten Einrichtungen und es wird auch in den nächsten Wochen weiterhin die Möglichkeiten geben, je nachdem immer, was an Material über den Freistaat Bayern hier der Stadt Augsburg zur Verteilung zugeteilt wird, beziehungsweise das Material, das wir selber bestellen und beschaffen beziehungsweise herstellen lassen. Also die Nachschubwege, wenn man das so sagen darf, sind für den Moment, zumindest für den Moment, stabil. Das dient dem Ziel, dass eben die Pflege weiter aufrechterhalten werden kann. Und dazu braucht es auch die Verfügbarkeit von Testkapazitäten. Die sind mittlerweile auch gegeben. Ich habe es in der letzten Woche bei der Pressekonferenz schon kurz angesprochen. Wir konnten über 1.000 Abstriche oder Abstrichröhrchen besorgen. Diese werden an die ambulanten und stationären Einrichtungen verteilt mittlerweile, sodass jede Einrichtung mal über eine Grundausrüstung an Abstrichmaterialien verfügt, um symptomhafte Personen abstreichen zu können, entweder mit Hilfe der Ärzte oder auch durch geschultes Pflegepersonal. Und es ergeht dann zeitnah hier ein Testergebnis. Ich glaube, das ist ganz wichtig, um zur Beruhigung in den Einrichtungen beizutragen und um den Betrieb in diesen doch wirklich sehr wichtigen und man darf sagen systemrelevanten Einrichtungen auch mit Blick auf die kommenden Wochen aufrechtzuerhalten. Und von daher werden wir in unseren Anstrengungen da auch nicht nachlassen. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank. Jetzt von meiner Seite zum Schluss noch zwei Appelle. Zum einen ein Testaufruf für alle, bei denen jetzt irgendwie Symptome einer Atemwegserkrankung auftreten. Die Bitte: Bleiben Sie zu Hause, setzen Sie sich mit Ihrem Hausarzt in Verbindung und es ist wichtig, dass Sie sich dann einen Termin geben lassen beim lokalen Testzentrum, damit ein entsprechender Abstrich organisiert bzw. veranlasst werden kann. Für die Bewältigung der Corona-Krise ist es wichtig, Erkenntnisse über den Verlauf, über die Ausbreitung zu bekommen. Deswegen ist es auch wichtig, dass diese Tests durchgeführt werden. Aktuell werden im Testzentrum etwa 30 bis 40 Tests pro Tag durchgeführt. Weitere Kapazitäten sind dort noch vorhanden. Diese Tests sind eben wichtig, weil nur so erkannt werden kann, ob und inwieweit auch eine Infektionskette vorliegt und inwieweit sie unterbrochen werden konnte oder kann. Informationen zum Verhalten, wenn Symptome vorliegen, finden Sie auf der Webseite der Stadt Augsburg.de Coronavirus. Und das zweite Appell an Sie oder Hinweis ist, betrifft das Thema Maskengebot, wie wir es vorhin eben über die Pressekonferenz mit dem Ministerpräsidenten erfahren haben. Das heißt, wir werden im öffentlichen Raum jetzt mehr an Masken wahrnehmen. Es handelt sich dabei um einen einfachen Mund-Nasen-Schutz. Er bietet keinen hundertprozentigen Schutz. Das ist aber auch nicht notwendig. Dieser Mund-Nasen-Schutz, wenn er denn verwendet wird, führt auf der anderen Seite dazu, dass die Kapazitäten für die höherwertigen Ausstattungen dann auch dem Bereich vorbehalten bleibt, der ihn dringend benötigt, nämlich im Bereich der Gesundheitsversorgung. Wer
gerne Mund-Nasen-Schutz selbst herstellen möchte, also näht, der kann sich entsprechend auch erkundigen. Es gibt entsprechende Anleitungen dazu, Informationen ebenfalls auf augsburg.de Coronavirus, oder Sie können sich am besten auch mit dem Freiwilligen Zentrum damit in Verbindung setzen. Jede Maske, die getragen wird, trägt im Ergebnis auch dazu bei, dass das Risiko einer Ausbreitung reduziert wird. Wie gesagt, kein hundertprozentiger Schutz, aber ein Schutz dafür, dass die Übertragung über den Tröpfchenweg vermindert werden kann. Soweit meine Ausführungen und jetzt gerne bitte Fragen. Wir haben eine Frage von der Frau Funk von der Stadtzeitung. Sie möchte gerne wissen, vor dem Hintergrund der niedrigen Neuinfektionen in der Stadt Augsburg, wie viel wird denn aktuell getestet? Wie viele Menschen wurden in den vergangenen Tagen getestet? Und wie hat sich die Anzahl der Tests in den Wochen seit Beginn der Pandemie entwickelt? Ich kann anknüpfen an dasjenige, was ich gerade eben schon ausgeführt habe. Es gibt noch Kapazitäten für die Durchführung von Tests bei Vorliegen von Symptomen und auf entsprechende Zuweisung durch die Hausärzte. Wir können keine Aussagen machen darüber, wie viele Tests in Krankenhäusern gemacht werden oder durch die mobilen Teams der Kassenärztlichen Vereinigung, sondern nur in Bezug auf dasjenige, was bei uns im Testzentrum durchgeführt wird. Im lokalen Testzentrum sind es pro Tag durchschnittlich 51 Tests, die durchgeführt werden. In den letzten zwei Wochen sind über 500 Kontaktpersonen und Patienten mit Symptomen getestet worden. Die Entwicklung ist auf eine Zunahme der Tests gerichtet, wie gerade eben auch in meinem Aufruf zum Ausdruck gebracht. Dann haben wir eine Frage von 21, von der Frau Peckert. Die möchte gern wissen vom Oberbürgermeister, wie stehen Sie zur Größendefinition bei den Ladenflächen? Ein Geschäft mit 10.000 Quadratmetern mit 40 Personen bietet doch eine geringere Gefahr als ein Geschäft mit 800 Quadratmetern, in dem sich 50 Personen aufhalten. Wie schätzen Sie außerdem das Faktum ein, dass Baumärkte öffnen dürfen, obwohl diese oft weit mehr als 800 Quadratmeter Ladenfläche haben? Ich habe dazu keine persönliche Meinung, sondern habe mich zunächst mal zu orientieren an den Vorgaben, die gemacht werden dafür. Das Ganze ist immer zu spiegeln vor dem Sinn und Zweck entsprechender Festlegung. Und es geht darum, wie viele Personen in einem bestimmten räumlichen Bereich sich aufhalten und wie die Infektionsgefahr dadurch begründet oder eben ausgeschlossen bzw. reduziert wird. Es kann auch sein, dass bei einer sehr großen Verkaufseinrichtung die Frage der Überprüfbarkeit und der Organisation vielleicht schwieriger ist als in anderen Bereichen. Dazu kann ich aber jetzt, nachdem diese Informationen ganz neu sind, auch keine klare Differenzierung machen. Wir werden sicherlich die Erkenntnisse aus der Lebenswirklichkeit in den nächsten Tagen aufgreifen, versuchen, Antworten herbeizuführen auf Fragen, die sich ergeben in der Abgrenzung. Das kennen wir schon aus der Zeit, in dem erstmals entsprechende Ausgangsbeschränkungen oder Nutzungsbeschränkungen eingeführt worden sind. Mir ist es sehr wichtig, dass hier nicht Aussagen von jedem und irgendwie getroffen werden, sondern dass das auch abgestimmt wird mit der Regierung von Schwaben und von dieser gegebenenfalls auch mit höherer Stelle bei den zuständigen Ministerien, damit wir einen einheitlichen Vollzug und eine einheitliche Gestaltung bekommen. Ich weiß, dass in der Lebenswirklichkeit Einzelfälle oft schwer zu differenzieren sind. Ich bitte um Verständnis und etwas Geduld diesbezüglich. Wenn Sie diesbezüglich Fragen haben, gerne auch über die angegebenen Kontaktdaten gehen, die bei uns auf der Homepage angeführt sind. Über unsere Wirtschaftsförderung werden wir versuchen, dann in Zweifelsfragen auch Klärung herbeizuführen. Es wird eine Nachfrage gestellt, auch von 21 nochmal, unter welchen Voraussetzungen denn Fitnessstudios wieder öffnen dürfen. Da gibt es eine Bemerkung dazu, die heißt, diese Betriebe können im Gegensatz zu vielen anderen Geschäften einfach durch dort bereits vorhandene Zugangssysteme Personenbeschränkungen einhalten. Deswegen die Frage nach Fitnessstudios. Ich kann diese Frage nicht beurteilen. Es ist wohl
keine Einrichtung, die irgendwo in dem Zulassungstatbestand jetzt mitformuliert worden ist. Persönlich würde ich jetzt auf ad hoc die Situation so einschätzen, dass in einem Fitnessstudio natürlich auch erhöhte Gefahren bestehen können, weil durch die körperliche Betätigung natürlich vielleicht das Ansteckungsrisiko gesteigert wird. Ich schaue jetzt aber noch mal zur Frau Bürgermeisterin Weber, ob sie weitere Erkenntnisse hat. Es gibt keine Aussagen dazu. Es bestätigt dasjenige, was ich gerade eben gesagt habe. Heißt im Umkehrschluss, dass wir nicht davon ausgehen, dass dort irgendwelche Zulässigkeiten formuliert sind. Dann gibt es eine Frage von Augsburg TV zum Thema Maskengebot. Gibt es Bestrebungen, dass die Stadt Augsburg ihren Bürgern bei der Beschaffung von Community-Masken unter die Arme greift? Die Frage haben wir uns natürlich auch schon gestellt. Der leichte Mund-Nasen-Schutz ist in der Beschaffung nicht allzu schwierig und kann im Übrigen auch selbst hergestellt werden. Es gibt dazu viele Angebote. Ich habe welche schon genannt über das Freiwilligenzentrum und dergleichen. Es gibt viele Selbsthilfegruppen oder Ehrenamtliche, die das unterstützen. Ich empfehle, dass man sich zunächst informiert, wo man diesen einfachen Mund-Nasen-Schutz bekommen kann. Ich halte es für naheliegend, dass es auch Unterstützungsmaßnahmen seitens der Stadt Augsburg geben kann in Einzelfällen. Aber eine flächendeckende Ausstattung mit Mund-Nasen-Schutz ist nicht vorgesehen und wird wahrscheinlich auch nicht zu leisten sein. Da ist ein Stück weit auch Selbstverantwortung der Bürgerinnen und Bürger gefragt. Augsburg TV fragt weiter, gibt es konkrete Maßnahmen, wie die Hygienevorschriften in Schulen umgesetzt werden sollen? Ich habe keine neueren Erkenntnisse seit gestern, also seit dieses Gespräch mit der Bundeskanzlerin stattgefunden hat. Die Schulen werden ohnehin nach und nach hochgefahren. Die Differenzierung können Sie entnehmen aus der Pressemitteilung, die der Ministerpräsident gegeben hat. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist es so, dass zunächst einmal sehr beschränkt nur für diejenigen, die vor Prüfungssituationen stehen oder absehbaren Prüfungssituationen kommen, der Unterrichtsbetrieb wieder beginnen soll. Da gelten bisweilen die ganz normalen Hygieneanforderungen und Hygieneregelungen, die auch einfach umzusetzen sind, vom Händewaschen bis hin zu der notwendigen körperlichen Distanz zum Nachbar und so weiter. Sollten sich weitere Anforderungen ergeben, werden wir als Stadt Augsburg selbstverständlich darüber berichten, entweder im Rahmen unserer fortlaufenden Pressekonferenzen oder jedenfalls auch über unsere Homepage. Dann gibt es Fragen an Frau Bürgermeisterin Weber. Bitte. ATV fragt, wie unterstützt die Stadt Augsburg den Einzelhandel bei der Ausarbeitung der Hygienekonzepte? Also wir wissen jetzt gerade mal seit ungefähr 2 Stunden, dass es entsprechende Anforderungen der Bayerischen Staatsregierung gibt, dass dort eben Hygienekonzepte eingesetzt werden sollen. Das müssen wir uns jetzt genau erstmal anschauen, was der Freistaat Bayern damit genau meint. Wir werden es dann gemeinsam auch mit dem Handelsverband, mit der IHK besprechen, wie eben hier entsprechend auch Hilfestellungen an den Einzelhandel gegeben werden können. Antenne Bayern fragt, könnte Frau Weber den Punkt Gastro-Außenbestuhlung noch einmal darlegen? Es wird also geprüft, heißt es hier, ob Gastrobetriebe, wenn der Abstand gegeben ist, wenigstens draußen ihren Betrieb aufnehmen könnten. Habe ich das so richtig verstanden? Das fragt Herr Groh von Antenne Bayern. Nicht ganz. Momentan ist die Gastro geschlossen und es ist ein an sich rantasten, wann die Gastronomie überhaupt wieder aufgemacht werden kann. Wir wollen aber auf diesen Zeitpunkt, wenn die Gastro aufgemacht werden kann, hinarbeiten, indem wir eben versuchen, auch Außenbestuhlungsflächen so darzustellen, dass eben die Plätze, die die einzelnen Gastronomiebetriebe ja haben, eben auch mit einem größeren Abstand gewahren können. Wenn es tatsächlich so sein sollte, dass die Gastro aufmachen darf, dann wird es trotzdem so sein, dass Abstandsregeln eingehalten werden müssen. Das ist auf jeden Fall das, wovon wir momentan alle ausgehen. Und es würde natürlich bedeuten, dass dann Außenflächen auch wegfallen, beziehungsweise eben auch zu bewirtende Gäste oder Plätze wegfallen. Und da möchten wir eben versuchen zu schauen, wo eben Platz ist,
wo gibt es keine Feuerwehrzufahrten, wo sind sonst keine sicherheitsrelevanten Dinge, die beachtet werden müssen, um eben dem einzelnen Gastronomiebetrieb einfach auch mehr Aufstellfläche zu geben. Und diese Zeit, bis die Gastro überhaupt wieder öffnen kann, die wollen wir jetzt eben nutzen, um zu gucken, was möglich ist. Der Plärrer spielt für drei Medien eine Rolle, und zwar für Radio Augsburg, für Trendy One und die Augsburger Allgemeine. Die Medien fragen, der Ministerpräsident sieht ein Oktoberfest heuer skeptisch. Wie sieht es denn mit dem Herbstplärrer aus? Findet er später statt? Fällt er komplett aus? Und wann wird das entschieden? Das ist das, was ich ja vorher schon angedeutet habe, dass der Ministerpräsident ja schon das Oktoberfest sehr kritisch sieht, sich aber in der nächsten Woche dazu mit dem Oberbürgermeister der Stadt München austauschen möchte. Und daran werden wir uns natürlich dann auch entsprechend entlanghangeln. Wir werden gucken müssen, was in München für das Oktoberfest gilt, um dann endgültige Aussagen für den Augsburger Plärrer treffen zu können. Nachdem das Oktoberfest später ist als der Augsburger Plärrer, glaube ich, dass wir momentan den Zeitpunkt, an dem unser Plärrer stattfinden sollte, nämlich Ende August, Anfang September, kritisch sehen müssen, zumal ja eben bis zum 31.08. Großveranstaltungen jetzt auch untersagt sind. Inwiefern es zu einer Verschiebung kommen kann in den September hinein, das wird eine Sache sein, die wir eben dann auch besprechen müssen, wenn wir wissen, wie es mit dem Oktoberfest, wie dort die Einschätzung ist, wie es damit eben weitergeht und ob dann überhaupt auch die Möglichkeit besteht, es bei uns umsetzen zu können. Keine Fragen mehr. Ja, vielen herzlichen Dank. Wenn ich so die Abläufe in der Stadt wahrnehme, dann sehe ich, dass sich viele Menschen, nahezu alle, mittlerweile sehr gut auch an das Distanzgebot halten. Viele haben es zwischenzeitlich tief verinnerlicht. Dafür bin ich herzlich dankbar. Es würde uns nichts helfen, wenn wir durch unser eigenes Fehlverhalten wieder Rückfälle erleiden würden, die uns dann voraussichtlich noch sehr viel längere Beeinträchtigungen bescheren würden. Also herzlichen Dank.